Jetzt gerade ist es echt ekelhaft. Ey, 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 Ben! Richtig dämlich. Ich muss euch was gestehen. Ich bin seit 17 Jahren Raucher. Und wie jeder andere Raucher habe ich schon tausendmal versucht, weniger zu rauchen. Ich rauche so ungefähr eine Packung am Tag. Das hat aber nie funktioniert. Und deshalb habe ich mir jetzt überlegt, ich will komplett radikal aufhören, von einem auf den anderen Tag. Und weil sozialer Druck ja mal ganz gut ist, um sowas einzuhalten, nehme ich euch dabei mit. Weil das ja nicht so einfach ist mit dem Aufhören, suche ich mir jetzt professionelle Hilfe bei einem Lungenfacharzt, der so professionelle Rauchentwöhnung macht. Aber bevor wir da reingehen, erstmal fertig rauchen. Die Lunge ist frei. So, und jetzt bitte einmal tief einatmen. Meine Güte, 4 cm Atemverschieblichkeit hat ihr Brustkorb, das ist völlig normal. Bei fortgeschrittenen Rauchern schrumpft diese Fähigkeit, sich zu dehnen, von 4 cm auf 2, 3 und dann bewegt sich gar nichts mehr. Gut, ihr Blutdruck 137 zu 86, ist deine Spur zu hoch, Puls 77, das ist normal. Haben Sie sich selber schon mal beschäftigt damit, wie Sie aufhören möchten? Also meine Erfahrung ist, ich habe es ja schon 2-3 Mal dann auch für einen längeren Zeitraum hingekriegt, war, dass einigermaßen radikal eine letzte Zigarette rauchen und dann ist Feierabend. Letztlich ist das Langzeitkonzept, was man haben will. Jeder Tag, den Sie nicht rauchen, ist ein gewonnener Tag und Sie merken, dass Ihre Leistung sukzessive sich bessert. Und vielleicht ist das, was wir heute mal austesten. Wir machen mal ein Belastungs-EKG. Sie tragen dabei eine Maske auf dem Gesicht und wir messen den Sauerstoffaustausch. Wir sehen also Ihre Leistung bis ins Detail. Und wenn Sie aufhören und sehen, dass das besser wird, dann ist das vielleicht noch eine zusätzliche Motivation. Mhm. Ist ja schon ganz erstaunlich, was Sie machen. An den Sauerstoffkurven sieht man jetzt, dass Sie so langsam an Ihrem Ende angekommen sind. Ehrlich gesagt, Sie müssten es schon erreicht haben. Das Blaue ist die Sauerstoffaufnahme, das Rote ist die Kohlendioxidabgabe. Und wenn die Kurven sich kreuzen, dann heißt das zu Deutsch, man produziert mehr Säure, als man Sauerstoff aufnimmt. Man wird sauer. Das sieht bei Ihnen so aus. Aber treten Sie ruhig weiter. Die Ermüdung dürfte jetzt kommen. Haben Sie gut gemacht. Es ist alles in Ordnung. Das lief doch jetzt besser als gedacht. Ne? Also ich hätte eigentlich gedacht, dass man das meiner Lunge und meinem Blutdruck und so irgendwie mehr anmerkt, dass ich rauche. Aber es ist grundsätzlich auch irgendwie einigermaßen beruhigend zu wissen, offenbar habe ich mir mit dem Rauchen noch nicht so sehr geschadet, dass es halt sich auch nicht mehr lohnt, aufzuhören. Du läufst. Das heißt, jetzt wird's ernst, ja? Ja, also wir haben uns jetzt hier mal ein hübsches Örtchen gesucht, um die letzte Zigarette zu rauchen. Eigentlich soll man das, glaube ich, nicht so zelebrieren. Aber ich meine, ich habe 17 Jahre geraucht. Ne? Irgendwie muss man dem Ganzen ja auch so einen vernünftigen Schlusspunkt geben. Und jetzt ist soweit. Das Geile ist gar nicht das Rauchen an sich, sondern das Schlimme ist, wenn man dann nicht raucht. So, keine Ahnung, manche Zigaretten sind auch echt cool. Also die nach dem Essen werde ich mega vermissen. Oder die halt irgendwie zum Bierchen oder sowas. Aber ich habe halt einfach keinen Bock, irgendwie an Lungenkrebs zu krepieren. So. Und deshalb ist nach dem Ding hier Schluss. Genieß jetzt noch die letzten Züge. Finito. Not funny. Es ist 6 Stunden, nachdem ich die letzte Zigarette geraucht habe. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen edgy drauf. Es ist nicht so, dass ich jetzt denke, ich sterbe, wenn ich keine Zigarette rauche, aber ich bin einigermaßen leicht reizbar. Kann man sagen.
So, jetzt gehen wir mal was trinken. Ich bin mal gespannt, so gleich mit dem Bier zusammen wird das bestimmt nicht besser. Ohne Witz. Und wie ist? Beschissen. Nee, ist nicht schön. Ich bin ein bisschen, nee, ich bin sehr on edge. Ich will rauchen. Ich will einfach rauchen. Ja, das ist auch so absurd, weil ich habe so das Gefühl, warum mache ich mich gerade so unfrei? Warum rauche ich nicht einfach? Und eigentlich ist ja die Unfreiheit auch von den Dingen abhängig zu sein. Das stimmt. Ist halt teuer auch. Ist halt richtig teuer. Ich habe ich ausgerechnet. Ich habe über 30.000 Euro ausgegeben. Okay, wow. Krass. Ja. Mike. Ja? Gib mir eine Zigarette jetzt. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Sind wir nicht mehr befreundet. Oh. Das tut aber auch Dann nehme ich zurück, was ich auf deine Hochzeit gesagt habe. Ich kann nichts tun. Ja. Was willst du denn morgen drüber denken? Ich werde mich morgen dafür hassen. Richtig dämlich. Aber gut. Das war jetzt ein Rückschlag. Gestern Abend geraucht. Aber heute habe ich trotzdem nicht vor zu rauchen. Also ich will das weiter durchziehen. Heute Abend bin ich auf einen Polterabend von Bekannten eingeladen. Da rauchen aber, glaube ich, nicht so viele Leute. So, der Polterabend ist rum, beziehungsweise ich gehe jetzt nach Hause. Ich habe nicht geraucht. Ich habe mir mit Fischerfreunden geholfen, ein bisschen Kaugummis gekaut. Und mehr gegessen, glaube ich, als ich sonst gegessen hätte. Aber so alles in allem, dadurch, dass da nicht so viele Leute geraucht haben, war das jetzt auch gar nicht so schwierig, das irgendwie durchzuhalten. Also, Tag 1 ist geschafft. Tag 3, Höhepunkt des körperlichen Entzugs, würde ich sagen. Ab heute Nacht quasi, also wenn die 3 Tage voll sind, ist das komplette Nikotin aus meinem Körper abgebaut. So, und ab dann wird es natürlich sozusagen, wird der körperliche Entzug immer nur noch besser, weil es sozusagen länger her ist, dass Nikotin drin war. Aber jetzt gerade ist es echt ekelhaft. Also es ist so, es fühlt sich ein bisschen an, als hätte man Durst. Also für jemanden, der das noch nie empfunden hat. So ein bisschen wie Durst oder wie wenn man Luft anhält und so dieses Gefühl kriegt, also nicht das Gefühl zu ersticken, aber das Gefühl, mir fehlt der Sauerstoff im Körper. Also ne, wie so ein Prickeln im ganzen Körper. So ist das ungefähr mit dem Nikotin auch. Und das macht einen völlig wahnsinnig. Und man wird so ganz verkrampft. Und die Gedanken kreisen eigentlich nur ums Rauchen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ein bisschen Sport machen. So, ich war jetzt gerade beim Sport. Und tatsächlich ist es nach dem Sport viel, viel besser. Also sich so auspowern hat total geholfen. Ich habe gar nicht mehr so das Gefühl, dringend einer rauchen zu wollen. Es ist immer noch so, dass ich irgendwie immer wieder denke, also so vergesse, dass ich nicht mehr rauche. Und dann so denke, so okay, ach so, auf dem Weg kannst du ja jetzt eine rauchen. Und dann denke ich, nein, warte mal, du rauchst ja überhaupt nicht mehr. Also es ist noch so total in der Gewohnheit drin, aber den Schmacht habe ich jetzt ganz gut im Griff. Da hat der Sport total geholfen. Ja. Also nicht mehr viel von Tag 3, das ich noch schaffen muss. Und ich glaube, dann wird es nur noch besser. Drück mir die Daumen. Ich bin jetzt tatsächlich eine Woche lang rauchfrei. Und das klappt auch mittlerweile ganz gut. Also ich habe auf jeden Fall keine körperlichen Beschwerden mehr. So, ne? Nicht mehr diesen Schmacht, den ich beschrieben habe. Das Rauchen aufhören ist geschafft. Jetzt kommt das viel Schwierigere, das nicht wieder anfangen. Tag 23. Ich könnte jetzt eigentlich sagen, 3 Wochen rauchfrei, aber das stimmt nicht. Ich bin gestern Abend tatsächlich rückfällig geworden. Ich war auf dem Geburtstag von einer Freundin und dann haben da alle geraucht und irgendwie hatte ich total Bock und ja, irgendwann habe ich es einfach gemacht. Und im ersten Moment war es auch total geil, um ehrlich zu sein. Also das Nikotin hat mich total weggeflasht und irgendwie
Ja, also ich meine, ne, wenn man seine Sucht erfüllt, fühlt sich das halt gut an. Aber es hat nicht mal bis zum Ende der Zigarette gedauert und dann hat es sich irgendwie eklig angefühlt. Und ich habe es da im Prinzip schon bereut und ich bereue es jetzt natürlich noch mehr. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass das jetzt nicht alles zunichte gemacht hat. Bin mal gespannt, wie ich mich so die nächsten Tage fühle. Jetzt Tag 27. Ich habe tatsächlich jetzt nicht mehr geraucht seit meinem Rückfall am Sonntag, habe aber tatsächlich gemerkt, die drei Tage danach hatte ich wieder Entzugserscheinungen. Und das hat mir irgendwie auch gezeigt, es gibt keine Ausnahmen. Ne? Also ich muss es komplett durchziehen und sobald ich eine rauche, bin ich da irgendwie wieder voll drin. Naja, die vier Wochen sind rum auf jeden Fall und wir sind jetzt wieder bei Herr Dr. Franzen und ich werde mich nochmal testen lassen. Man merkt, dass insgesamt die Dinge runtergefahren werden. Unter dem Rauchen hatten Sie eher eine hohe Herzfrequenz, über 80, jetzt sind Sie bei 77. Ne? Da wird noch mehr kommen. Ne? Und dadurch haben Sie viel mehr Reserven. Also das ist definitiv positiv zu werten. Sie können sehr zufrieden sein. Vier Wochen fast nicht geraucht. Und ja, ich muss sagen, in den ersten Tagen war das ganz schön hart. Also man muss wirklich irgendwie die ersten drei, vier Tage überstehen. Das ist richtig, richtig bitter und sich da irgendwie ablenken. Aber dann wird das immer besser und dann merkt man auch, das lohnt sich. Ne? Selbst wenn es ja irgendwie vorher Zigaretten gab, die man genießt und die man jetzt auch vermisst. Aber es lohnt sich, auf diese Zigaretten zu verzichten, wenn man dafür diese ganzen Scheiß-Zigaretten, die man zwischendurch raucht, nicht rauchen muss. Und insofern, ich bleibe dabei, ich bleibe Nichtraucher und für mich hat sich das Ganze gelohnt. Habt ihr Erfahrung mit dem Rauchen? Was haltet ihr vom Rauchen? Schreibt mir das in die Kommentare. Und wenn ihr noch mehr über das Thema Rauchen erfahren wollt, dann schaut mal die Reportage vom Y-Kollektiv an. Die ist sehr gut. Und mich würde es freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.